Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Sie sind in der Bibliothek und müssen jetzt mal ein bisschen die Zeit vorspulen, damit die auch relativ schnell vergeht. Wir müssen eigentlich arbeiten noch in der Werkstatt. Das sparen wir uns. Wir haben schon zweimal Tränke gebraut. Wir machen mal auf... machen wir mal von 12 bis 13. Bis 16 Uhr ist ab 16 Uhr ist Nachmittagsgebiet. Und dann schauen wir uns mal an, was wir hier in der Bibliothek zu arbeiten haben. Ich denke mal, da müssen wir bestimmt auch so ein kleines Quiz machen. So wie gerade eben. Melde dich zur Arbeit im Skriptorium, Bruder Cyrillus. Okay, das ist nicht das Skriptorium. Ich dachte, ich bin hier im Skriptorium. Das ist hier... Oh, wir könnten uns jetzt hier in der Zwischenzeit mal kurz hier umschauen. Hier ist keiner da. Ich gehe mal kurz in die Küche und schreibe das dazu mit dem Blut. So, besorge Blut. Wir haben das jetzt dazu geschrieben. Verzieh mich wieder. Und morgen hat er gemeint... Genau, am nächsten Morgen trifft das Blut ein. Grüß Gott, hallo. Bist du hier? Ne, du bist ein normaler Mönch. Ich dachte hier, das wäre das Skriptorium. Schloss knacken sehr schwer. Jetzt ist das eh nicht so groß, das Kloster. Zirator läuft hier rum. Das ist hier. Ne, dann waren wir hier schon richtig. Bruder Kellerer. Oh, mit dem sprechen wir mal kurz. Der hat vielleicht die Brüche. Ich fand dieses Stück Pergament. Es wurde offenbar aus einem Buch gerissen. Der Text sagt mir nichts. Frag lieber in der Bibliothek. Okay, wir fragen ihn mal. Kannst du etwas beschaffen, das eher ungewöhnlich ist? Nun, was genau brauchst du denn? Ich brauche Dietriche. Dietriche? Und was willst du mit denen anstellen? Ich möchte das Öffnen von Schlössern üben. Ah, ich bin so froh. Ich möchte das Öffnen von Schlössern üben. Nur aus Spaß. Nun, warum nicht? Ich bin so froh, dass wir so gut im Überreden sind. Du hast gehört, dass ich früher ein Dieb war, oder? Das alles habe ich hinter mir gelassen, als ich den Eid schwor. Aber ich habe noch ein paar Dietriche. Perfekt. Ich tausche sie gegen Essen. Bring mir etwas und du bekommst deine Dietriche. Oh, wir haben ja Essen. Guter Handel, oder? Wir haben Essen. Wir haben Essen. Hä, kann ich die jetzt trotzdem holen? Hä? Ich müsste ihm was zahlen? Verstehe ich jetzt nicht. Ich spreche nochmal mit ihm. Wir haben ja irgendwas zu essen, haben wir, oder? Ja, wir haben Karotten, Kohl. Das ist doch super. Oder müssen wir ihm irgendwas Bestimmtes besorgen? Das kann natürlich auch sein. Zirator wieder, ne? Oh. Bruder? Ah, jetzt sind wir schon wieder erwischt worden. Was tust du hier? Solltest du nicht irgendwo arbeiten? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Entschuldigen? Es gab da etwas, das ich umgehend erledigen musste. Es wird nicht wieder vorkommen. Wirklich? Nun gut. Dieses Mal vergebe ich dir, aber nächstes Mal wirst du wie jeder andere bestraft. Ist jetzt nur die Frage, ob das jetzt der gleiche ist wie vorhin? Und ob wir uns immer rausreden können, das wäre super. So, ich gehe mal jetzt nochmal hier rein, das ist ja, ich verstehe das nicht. Wir bräuchten eigentlich den Bibliothekar. Skriptorium, melde dich bei Bruder Cyrillus. Und wir brauchen auch nochmal den Bibliothekar für eine zweite Quest. Ich dachte, das hier wäre das Skriptorium. Unterhalten wir uns. Nee, das ist er auch nicht. Das sind ganz normale Mönche hier. Den Bibliothekar habe ich ja schon gesehen. Das ist hier offenbar vielleicht doch nicht das Skriptorium.
kann hier wieder lesen. Ist der hier draußen irgendwo? Oh, da wären wir schon wieder erwischt. Wo geht's denn hier hin? Bruder Kellerer, mit dir müssen wir nochmal sprechen. Wegen dem Essen. Was gibt es, Bruder? Lass uns handeln. Ach, ich kann dem Essen verkaufen. Oh, das ist ja gar nichts wert. Ich hau mal alles rein hier. Das ist ja überhaupt nichts wert jetzt hier. Ein Goldstück und ein Dietrich kostet. Okay, das ist zu teuer. Wir brauchen was Besonderes zum Essen. So, jetzt sind wir hier oben. Vielleicht können wir den auch einmal einfach nur bestehlen. In der Nacht. Das ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit. Aber wo ist der komische Bibliothekar? Das ist jetzt hier die Kirche wieder. Da ist auch was zu schreiben, aber kein Bibliothekar. Der hat offenbar schon die Schnauze voll. Ich gehe mal hier vor. Wahrscheinlich kommt uns gleich wieder der Zirator, oder wie er heißt, entgegen. Nee, das passt noch. Hier ist er zu. Bist du der Bibliothekar? Nein, du bist ein gewöhnlicher Mönch. Natürlich. So, wo geht's denn hier hin? Ach, hier ist die Bibliothek. Jetzt sehe ich's erst, Mensch. Bruder Bibliothekar. Na Gott sei Dank. Was bedrückt dich? Viel zu spät wahrscheinlich jetzt schon. Ich fand ein Stück Pergament. Es wurde wohl aus einem Buch gerissen. Weißt du aus welchem? Sieht aus wie eine Seite aus dem Ovid. Was ist Ovid? Der Titel eines Buches? Nicht was, wer? Ovid war ein großartiger römischer Dichter. In der Bibliothek stehen einige seiner Werke, aber eins verschwand eines Tages. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Bruder Eustatius, möge er in Frieden ruhen, war etwas engstirnig, was klassische Literatur angeht. Wenn ein Buch Frauen auch nur erwähnte, nannte er es ketzerisch und erklärte es für gottlos. Wäre es nach ihm gegangen, wären all diese Bücher verbrannt worden. Ovids Liebeskunst war ihm offenbar ein solcher Dorn im Auge, dass er das Buch stahl und zerriss und dann die einzelnen Seiten versteckte. Oh je. Willst du, dass ich das Buch wieder zusammenfüge? Aber ja. Eustatius war nicht gerade der Hellste. Er wird die Seiten nicht unwiederbringlich zerstört haben. Ich nehme an, er hat sie überall im Kloster versteckt. Es wird wohl ein Weilchen dauern, sie alle zu finden, aber wenn du es schaffst, wird das Buch in die Bibliothek zurückkehren. Oh Gott, ich wüsste nichts, was mir egaler wäre. Gut, ich werde die Seiten suchen. Danke, Bruder. Ich weiß das zu schätzen. 10 Seiten müssten es sein, wenn ich mich nicht irre. 10 Seiten! Kannst du mir etwas über das Buch sagen? Die Liebeskunst ist eine Art Anleitung, die jungen Menschen helfen soll, die Liebe zu finden und zu erhalten. Es ist ein schönes Werk. Ich weiß nicht, was Eustatius so daran störte. Aber wie gesagt, er fand es unmoralisch und zerriss es, damit es seine Mitbrüder nicht verdirbt. Wo soll ich suchen? Wüsste ich das, hätte ich dir die Aufgabe nicht gegeben. Die Seiten könnten überall versteckt sein. Vom Garten bis hin zum Refektorium. Okay, ich bin hier, um zu arbeiten. Ich wäre dann hier. Wunderbar. Höchstwahrscheinlich machst du das zum ersten Mal, aber es ist leichter, als du denkst. Es bedarf nur etwas Übung und Latein. Hier ist das Original und da sind die leeren Pergamente, auf die du das Original übertragen wirst. Verstanden? Du mögest beginnen. Versuch es nicht zu verpatzen. Setz dich an den Tisch und fang an zu schreiben. An welchen Tisch denn?
Den hier. Anweisungen unklar. Beginnen zu kopieren. Ich bin gespannt. Ach du meine Güte. Was müssen wir denn jetzt machen? Ich kann das ja überhaupt nicht lesen. Das ist ja viel zu schlecht aufgelöst. Dicta Panameiden Indomini Uradu. Urano, das hört sich eher so an. De Omnibus Sanctus Oratio. Ich muss hier quasi die Texte rauszoomen. Kann das sein? Oto. De Conitbus. Conibis. Ich glaube, das müsste sein. Nee, aber da fehlt das O davor. Am Schluss. Ich würde jetzt fast sagen, Fantus. Wer kann denn das lesen? De Onitbus. Omnibus. Omnibus. Nee, ich sag das zweite. Das geht so in die Hose. Ad, oh Gott. Fibre de redne desperantur. Ich habe keine Ahnung. Vor allem hier finde ich nicht mal den Satz. Ah, ganz oben. Almoni. Almonia. Tedom. Ich habe keine Ahnung. Das wird bestimmt so funktioniert haben. Was soll schon schief gehen, wenn wir Latein übersetzen bzw. neu schreiben? Kratz, kratz. Oh, ein schreckliches Geräusch. Hör mal auf! Frage ist, ob wir, wenn wir besser im Lesen wären oder so, ob wir dann vielleicht das Ganze besser lesen könnten. So, und jetzt müssen wir ihm wahrscheinlich das wieder aushändigen und dann wieder uns schimpfen. Sakra, das ist ungeheuerlich! Kannst du überhaupt lesen? Ja, nun gut. Hier können wir nicht rein. Wieso der Schrank hier, ne? Der ist ganz interessant hier vorne. Ich weiß aber nicht mehr, für was der ist. Necronomicon, vielleicht ist das Buch hier drinnen. Hasenjagd. Ich weiß es nicht. Na gut, wir brauchen immer noch einen Dietrich. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal was zu essen besorgen. Irgendwie. Wir könnten natürlich auch Essen besorgen. In der Küche. Wie spät ist es denn jetzt? Jetzt ist es momentan 2:30. Das heißt, es ist noch weit entfernt vom Essen. Und ich sehe gerade auf meinem Zettel. Es gibt überhaupt kein Essen. Kein Abendessen. Da werde ich schon wieder verfolgt. Nein! Bruder? Ach oh Gott. Was tust du hier? Solltest du nicht irgend... Abstreiten. Ich war dort, wo ich sein sollte. Ich war nur spät dran, weshalb mich wohl niemand bemerkte. Wirklich? Das ist ja super. Wir können uns ich jedes Mal so, rausreden. Als wäre nichts geschehen. Aber das ist das letzte Mal, Bruder. Mal wieder? So, wir können hier leider nicht zum Essen rein. Jetzt ist die Frage, ob wir irgendwo vielleicht in den Keller gehen. Und einfach mal dort im Keller schauen. Da gab es ja irgendwo das Saufgelage hier unten. Ob wir hier was zu essen finden. Stehlen. Ich schau mal kurz. Brot. Ein bisschen. Oh, Käse gibt es auch. Oh ja, da gibt es ein bisschen mehr. Aber es wird immer noch nicht reichen, denke ich mal. Ich nehme einfach alles mit hier. Was ist denn das für eine mysteriöse Musik jetzt hier? Oh,
und eine Fackel. Die können wir auch gebrauchen. Okay. Da ist alles leer jetzt. Bin mir nicht sicher, ob wir hier alles mitnehmen sollen. Oder ob wir in der Küche vielleicht was Besseres zum Essen finden. Aber Kleinvieh macht ja auch Mist. Hier können wir uns auswaschen. Das können wir mal tun. Und dann schauen wir hier mal weiter, ob wir noch irgendwo... Oh, Fisch. Schöne Forelle. Lecker. Aber das war es jetzt auch schon. Hier vielleicht. Da können wir nicht rein. Schloss knacken geht leider noch nicht. Na gut, na gut. Ich schau mal hoch in die Küche. Ob da immer noch so viel Betrieb ist oder ob wir da schon rein können. Ah, ist immer noch so viel los. Tumti, tumti, tum. Das ist ziemlich einfach, wenn wir uns jedes Mal rausreden können. Schloss knacken. Ich kann momentan nichts tun, außer jetzt noch ein bisschen vorzuspulen. Bis zum Abendgebet dann. Nachmittagsgebet ist das. Und vielleicht, wenn alle im Nachmittagsgebet sind, dann gehen wir in die Küche. Fabulös. Ich bin der schlechteste Novize, den es gibt. So, sind jetzt alle hier am Beten? Da ist nur einer da. Oh, der Prior. Servus. Servus. Den mag ich. Jetzt wollte ich gerade bestehlen, aber da kommt schon wieder die Wache. Die wird uns gleich wieder am Pflaumen. Nö, gar nicht mal. Aber jetzt gehen alle. Das ist ja super. Wir gehen mal außen rum. Tum, 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 tum. Wir kommen gleich. Ich muss nur noch kurz aufs Klo. Keine Sorge. Bin gleich da. So, die... jetzt sind hier... Was ist denn mit euch los? Solltet ihr nicht hier irgendwie... Hallo? Ihr solltet doch alle jetzt zum... Jetzt sind die alle am Essen. Ihr solltet doch zum Beten gehen. Wir warten noch mal ein bisschen. Vielleicht sind dann alle beim Beten. Das geht ja nur bis 18 Uhr. Jetzt ist hier immer noch die Hölle. Wieso müssen denn die nicht beten? Das verstehe ich nicht. Bin schon da, bin schon da. Und es wird nicht gesungen. Ich stelle mich wieder auf die Kanzel, damit alle sehen, dass ich da bin. Die schauen natürlich jetzt alle in den Boden, da könnte ich mich nicht sehen. Das wäre jetzt auch eine gute Gelegenheit, um den Prius zu bestehlen, weil keiner hinschaut. Na gut, dann warten wir nochmal ein bisschen ab. Ach, jetzt hat er mich schon wieder. Na los. Bruder, was tust du hier? Du hast recht, Bruder. Das ist deine erste Verwarnung. Natürlich. Erste Verwarnung, ja, klar. Nun gut. Ab 18 Uhr Gemeinschaftsabendmahl im Speisesaal, ab 19 Uhr Freizeit. Das heißt, wir gehen jetzt mal einen Happen essen, wobei wir eh immer noch viel zu satt sind. Und ich hoffe mal, dass dann ab 19 Uhr keiner mehr in der Küche ist. Ansonsten können wir nämlich dann den Tag hier ruhen lassen. Und dann am nächsten Morgen, da wäre es vielleicht ganz geschickt, wenn wir... während des Morgengebets dann hier in die Küche gehen. So, ich mache mal wieder Vorspulen.
Uns kann bestimmt schon keiner mehr leiden hier drin, so wie wir uns aufführen. Ständig laufen wir rum, quatschen Leute blöd an, machen nicht das, was wir tun sollen. So, jetzt heißt, leg dich schlafen. Wo kommen denn die alle jetzt her? Bruder Kellerer. Bruder Kellerer, jetzt bleib mal hier kurz. Gelobt sei Jesus. Vielleicht reicht's denn schon. Vielleicht reicht schon, dass wir hier ihm genügend verkaufen können. Jetzt muss ich ja alles auswählen. Separat. Vielleicht komme ich auf 15 Goldstücke. Wir haben aktuell 2,7. Das ist vielversprechend. Das klappt ja nie im Leben. Auf 5,7. Und ein Dietrich kostet 16,7. Und einer? Nee, 15. Okay, also. Wir brauchen irgendwas Besonderes zum Essen. Huch. Jetzt räumt der auch noch auf. Wie anständig sind denn die Mönche hier? Ihr habt doch mittlerweile jetzt schon Freizeit. Bis 21 Uhr. Dann müssen wir jetzt wirklich... Moment. Bis 8 ist dein Tagesplan. Das heißt, wir sind jetzt hier falsch. Sehe ich das richtig? Ich kann mich jetzt hier quasi hier draußen aufhalten. Wir können ein bisschen Verstecken spielen. Quatschen. Rumwandern hier. Die schöne Aussicht genießen. Es wäre auch noch gut zu wissen, wo der Prius schläft. Heißt der so? Nee, der Prius ist das Auto. Der Prior. Ich glaube, so war der Name. So, wir schauen nochmal in die Küche. Das kann doch nicht sein, oder? Die räumen jetzt wirklich einzeln hier alle Teller ab. Boah, na gut. Also, dann ist es entschieden. Wir warten, bis es dunkle Nacht ist. Und wir ziehen uns dann ins Bett. Und werden dann in der Nacht hier rausgehen. Eilst du zum Gebet? Ah. Pass besser auf, Bruder. Ich frage mich nur, ob der Prior auch hier schläft. Das können wir ja dann einfach mal testen. Gut, also wir warten mal ab, ob hier... Wir warten mal ab, ob hier jetzt alle schlafen. Können wir eigentlich jetzt, wenn wir jetzt hier schlafen gehen, ich denke mal, dann schlafen wir wahrscheinlich bis... Nee, okay, wir machen das mal, damit wir auch noch speichern können. Dann schlafen wir nämlich so bis um circa so 24 Uhr. Dann müssten soweit alle schon liegen. Und dann schauen wir mal, ob der Prior hier ist. Und ob wir dem dort den Schlüssel klauen können. So, 23 Uhr ist okay. Und am Morgen um, ich weiß nicht, wann da die Lieferung kommt. 5 Uhr oder so. Holen wir uns dann das Blut. Ich sehe hier halt nichts, ne? Gar nichts. Oh, Moment, ich habe eine Fackel. Bruder Nevlas, Mönch, Kellerer. Vielleicht könnte man sogar dem Kellerer einfach die Dietriche klauen. Okay, das machen wir auch noch. Mönch, Mönch. Ich glaube, der Prior, der hat ein eigenes Zimmer, oder? Der schläft doch hier nicht mit dem gemeinen Mönch hier. Auf der anderen Seite habe ich kein anderes Zimmer gefunden. Bruder Kellerer. Mönch. 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 Bibliothekar. Nee, da ist keiner da. Da ist nur das Scheißhaus. Mönch. Okay, dann werden wir dem Keller da einfach die Dietriche klauen, wenn das geht. So, alle schlafen noch. Wird schon gut gehen. Vor allem, wenn wir jetzt unsere Dinger um einiges besser bewegen können. Oh, er hat auch wieder nur das blöde Büchlein
Ah, und er hat keine Dietriche drin, nein. Ah, den können wir nichts klauen. Wie ärgerlich. Okay, wir gehen mal in die Küche. Mal schauen, ob die Wachen rumlaufen. Die Küche war in die Richtung. Ich warte ja nur, bis wir uns wieder irgendwo einer erwischt. Jetzt ist hier zugesperrt. Okay, Gott sei Dank. Schnell hier rein. Was zu essen? Gibt's hier irgendwas zu essen? Also Blut ist offenbar noch keins da. Ich kann doch nicht hier überall kleine Essenssachen zusammen stehlen. Hier können wir nicht raus. Da muss es doch irgendwas Großes geben. Einen Käsekuchen oder so. Da ist eine Kiste, die kann ich leider nicht öffnen. Mann, 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 Mann. Oh, ein Wein. Sehr schön. Wein ist ein bisschen mehr wert offenbar. Das ist gut. Und wir können mal in den Keller schauen. Vielleicht ist da wieder Party. Da war ja beim letzten Mal Party. Also hier ist echt nix. Null. Nada. Schloss knacken leicht. Ein bisschen Kohl. Ich bin mir nicht sicher, ob er das damit gemeint hat, mit Essen. Kann auch irgendwie anders gemeint sein. Wir schauen mal in den Keller, wenn wir schon unterwegs sind. Wahrscheinlich ist da dicke Party. Steht hier noch irgendwo was zu essen rum? So, in den Keller ging's. Bei uns vorne. Wie spät haben wir es denn jetzt? Jetzt ist es genau Mitternacht. Und Gott sei Dank läuft hier niemand rum. So, wir gehen mal hier runter. Und? Wie sieht's aus? Natürlich erwischt! Du hast uns gesehen. Also setze dich zu uns oder schwöre uns nicht zu verraten. Du willst doch nicht wie Lukas enden, nicht wahr? Ich bin dabei. Gegen etwas Wein hätte ich nichts einzuwenden. So ist's recht. Setz dich und trink, mein Junge. Alten Suffköpfe. Ich setze mich mal dazu. Das ist ja Sirator. Das sind ja die Siratoren. So ist's recht, Bruder. Setz dich und trink mit uns. Jawohl. Wenn der Wein zur Neige geht, besorgt uns Joachim neuen. So, und jetzt müssen wir irgendwie mit jemandem reden, oder? Was möchtest du? Was tut ihr hier? Was tut ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir trinken. Aber wir sind Mönche. Junge, wenn du mein Alter erreichst, wirst du es verstehen. Oh, wir sind schon wieder weit über die Zeit. Ich mache hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.